Kaliningrad-Domizil analysiert Meldungen russischer, föderaler und regionaler Medien, die für eine seriöse Berichterstattung bekannt sind, sowie Meldungen staatlicher Behörden zur Coronavirus-Lage in Russland. 13.634 Erkrankungsfälle wurden in Russland für den Berichtstag registriert. Dem stehen 4.240 Genesungen gegenüber. 255.679 Aktivfälle verbleiben zur Behandlung in den medizinischen Einrichtungen. 149 Patienten starben am Berichtstag. Somit erhöht sich die Gesamtzahl der Sterbefälle in Russland auf 22.454. 50,7 Millionen Virusteste wurden durchgeführt. Dies entspricht einem getesteten Bevölkerungsanteil von 34%. 72 Erkrankungsfälle wurden im Kaliningrader Gebiet am Berichtstag registriert. Dem stehen 36 Genesungen gegenüber. Am Berichtstag meldet das regionale Informationszentrum keine Todesfälle. Insgesamt hat Kaliningrad 89 Sterbefälle zu beklagen.